Moin, moin. Mein Name ist Heinrich der Löwe. Und ja, willkommen zurück zu Conan Exiles. Mit der Mathilde, wo ist sie? Hallöchen, ich bin hier unten. Und Horst? Unsere Futtergrippe ist alle. Hat man denn nicht Futter reingepackt? Also, für uns? Ja, hatten wir. Die ist leer. Da hat mir das ganze Fleisch reingetan. Scheiße. Hier ist ein Mammut drin. Oh, ist fertig. Nehme ich einen Trockenfisch mit. Ich stell mal den Money auf. Ist Carsten auch schon fertig? Warte. Oh, hier liegt auf jeden Fall ein T-Shirt. Hier liegen zwei T-Shirts. Ja, die sind fertig. Kann es sein, dass wir wieder vergessen haben, den Server auszuschalten? Wirkt so. Ich glaube aber auch. Ich glaube, da nehme ich einen Tiger mit. Dann nimmst du einen Tiger mit, nimmst einen Carsten mit, ja? Ja, Battlecat kann ich ja nicht mitnehmen. Battlecat geht nicht, warum? Warum geht denn Battlecat nicht? Battlecat ist deiner. Ja, aber ich nehme Horst mit. Nimm du mal Battlecat, Carsten, ich nehme Horst. Weil den habe ich jetzt Ausrüstung gegeben, so ein bisschen. Und der will mal echt fighten. Stört mir nicht, Horst. Bist du größer als ich? Bin ich jetzt aber nicht gut, Horst. Ich hoffe, Carsten stirbt auch nicht. Ja, Horst ist ja größer als ich. Horst ist größer? Also bei mir glitscht du sowieso auf dem Boden rum, von daher. Okay. Super, Server-Synchronisierung. Woo! Warte mal, das ist nochmal. Ich guck auf deinen Monitor, das sieht geil aus. Ich liege auf dem Boden und hüpfe. Magie. Naja. Sehr schön. Ja, was war heute der Plan? Der Plan war heute. Das ist ein Mammut. Ja, der hat hier, oder? Das sind doch keine normalen Stoßzähne vom Elefanten, oder? Ja, aber ein Mammut ist behaart. Das ist richtig, aber hat ein Elefant so Stoßzähne? Eigentlich nicht, aber du weißt schon, wo wir... Die hatten doch mal einen Elefanten. So. Ja, ja, der ist hinten. Aber der hat doch nicht so mega Stoßzähne gehabt. Ey. Ich weiß es nicht. Carsten. Komm, Carsten. Komm, komm, komm. Du komm. Oh, das sieht einfach lustig. Ja, ich lieg ein bisschen rum heute. Was wollen wir machen? Fledermausboss, ja. Ne? Ja. Ich muss den Kopf abhacken. Du musst den Kopf abhacken? Ja, den Boss an der... Ja, das hab ich auch, du Scherzkick. Ach, hast du das auch noch? Ich dachte, das hast du gemacht letztes Mal. Nein. Ich hab leider keinen Kopf bekommen. Oh. Hast du einen Hack... Wir hätten mal einen Hackeball da mitnehmen sollen, ne? Ach Mist, ja. Ich geh noch. Ja, ich mach das mal. Ich nehme irgendwie einen Hackeball. Das haben wir leider noch nicht in der Stahlversion. Mittlerweile haben wir Äxte und Spitzhacken in der Stahlversion. Na komm, passt. Stahl. Stahl, Mann. Wo ist mein Hackeball? Wahrscheinlich in der Werkzeug- oder Waffentruhe. Hackeball. Oh, ich hab eins. Hast du das große Buch? Horst. Ja, warum stehen wir heute alle im Weg? Hallo. Der Horst lässt mich nicht durch. Das große Koko ist übrigens auch auf dem Weg. Was ist? Achso, zu uns? Nee, hinter mir her. Also auf dem Weg, den wir lang gehen müssen. Achso. Gehen wir in die Betthöhle.
Du weißt wo, oder was? Ja. Haben sie das in den Kommentaren geschrieben, oder hast du das hier... Ja. Dann habe ich... Sowohl als auch. Dann habe ich es wieder vergessen. Ja, zur Info, ist ja, glaube ich, kein Geheimnis. Ich glaube, das kriegt man auch, hat man auch schon mitbekommen. Die Kommentare antworten dir beide so ein bisschen. Ja, ich glaube, das hattest du auch schon mal gesagt. Ja, ich wollte es jetzt nur noch mal sagen. Entweder habe ich es vergessen oder ich habe es nicht gelesen. Eins von beiden. Ich gehe den Weg jetzt auch richtig lang. Also ich hatte es mir durchgelesen und ich habe mir vorsichtshalber auch nochmal auf der Karte angeschaut, wo der Fledermausturm. Ja. Erstmal zu unserem Eisenbereich, wo wir im Eisen genau. abbauen. Okay. Irgendwie da in der Nähe vom verfluchten Weg. Als ob ich noch weiß, wo der verfluchte Weg ist, der verfluchte. Hast du auch schon Weitfackeln aufgebaut hier? Ja. Ich will ja auch, dass wir gut einen Weg zurück immer finden. Ich glaube, das Ding ist das. Was könnte das sein? Ist da. Zumindest so, wie das auf der Karte aussah. Steinnasen? Jo, große. Carsten, hau rein! Aber nicht, dass Carsten sich die Zähne kaputt beißt bei den Viechern. Bist du oben oder unten lang gegangen? Ich habe extra meine Fackel angemacht. Ach, da bist du. Ach, das ist eine Steinnase. Ey. Los, Horst. Keine Gnade. Guter Mann. Ah, hier ist eine Leiche. Hier war Mathilde. Ah, sehr gut. Carsten lässt die bluten. Ja, das hätte ich dir auch so sagen können, weil das haben wir ja auch schon gemerkt, dass die uns, ja... dass so ein Tiger uns aufreißt, uns bluten lässt. Ja. Vielleicht da so runterrutschen? Geronimo! Und so. Ich wollte eigentlich rutschen, aber... jetzt klettern wir runter. Gleich falle ich eh, weil ich habe keine Ausdauer mehr. Ach du dickes Ei. Ich dachte schon, ich bin im Objekt. Hey. Läuft. Ja. Okay, einen Tiger sehe ich wieder. Und, okay. Horst ist auch dabei. Also ich habe leider keine Ahnung, wo hier der Eingang ist. Ne? Ach, das ist es schon hier, ja? Zumindest so, wie es auf der Karte aussah, ist das hier irgendwie, ja. Aha. Ich mache ich mich jetzt nackig, oder? Warte, ich gucke erstmal, ob das so geht. Da vorne ist ja ein Vorsprung. Ich würde sagen, müsste so gehen. Das müsste sogar ich schaffen hier. So, bis hier vorne hin. Dann trinke ich erstmal einen Schluck Kapo. Ist aber auch kein Lecker. Und ich muss mal was essen. Toll, hier geht's wieder runter.
kein Eingang. Oh, diese Steinnasen sind einfach nur nervig. Deswegen gehe ich auch einfach weiter und kletter hier wieder hoch. Da muss ich erstmal nicht hochklettern. Ich mach mich. Oh, ich kletter auch mal weg. Haben wir nicht den ganzen Dach Zeit für Steinnasen, so. Echt, ey. Bist jetzt hier runter und du guckst jetzt hier nochmal nach dem Ausweg? Ich kletter jetzt hier einfach hoch. Ja, kletter mal hoch, ich guck, ich mach's nochmal mit den Steinnasen hier. Mach's mal mit den Steinnasen. Sind gleich drei Stück. Nein, ich hatte keine Lust auf die. Boah, mach doch mal. Nee, weil das sieht hier schon so aus, so imposant wie so ein Eingang eigentlich. Ah, ich habe den Turm der Fledermäuse. Doch entdeckt. Oben, ja. Ach, scheiße, muss ich doch noch hochklettern. Schade, ich habe eigentlich gehofft, hier noch reinzukommen. Muss es sich nackig machen, um hochzukommen? Also ich hab mich lieber nackig gemacht. Toll, jetzt muss ich nochmal außen rum. Das sah hier schon so vorne aus, aber der Weg ist bestimmt zugeschüttet. So. Ich weiß auch nicht, ob ich den klügsten Weg hier lang klettere, muss ich gestehen. Weiß ich auch nicht. Ich klettere die jetzt einfach mal nach, weil ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Ich glaube, ich habe mich nämlich in eine Sackgasse geklettert. Ich dachte, du hast einen Eingang. Nein, ich habe. Es wurde mir markiert, dass ich den Turm gefunden habe. Ach so. Weil rechts ist ja auch irgendwie was. Ups. Oh oh. Oh, war zwar nicht tief. Weil rechts ist ja auch so ein Gebäude, nicht das da. Boah, Junge. Wollte er nur mal gucken und dann springt er schon hin. No. Ich glaube, ich habe auch den blödmöglichsten Aufgang von allen mir gesucht. Ups. Wow. Wie geht das denn? Der hing eigentlich, hat aber losgelassen. Gerade fast schon wieder. Ich hoffe, ich falle ja nicht gleich runter, weil dann bin ich ziemlich sehr tot. Also, ich glaube nicht, dass ich es da hoch schaffe. Ich glaube auch, irgendwie logisch ist es nicht, dass wir hier rumkraxeln. Oder statt in den Kommentaren, wir müssen wirklich auf dem Turm. Ich glaube ja. Kletter mal hoch, sag Bescheid. Also ich bin oben. Ja, und ist da ein Eingang? Ich muss mich hier erstmal ein bisschen umgucken. Aber erstmal kann man hier oben rum. Angezogen habe ich mich auch. Bin jetzt erstmal froh, dass ich den Aufstieg geschafft habe. Ja, werde ich nicht schaffen, weil ich glaube, du hast mehr Ausdauer als ich. Sehen wir ja gleich. Sehen wir ja gleich und ich kann nicht klettern. Ein Einzug da hoch? Nein. Wo hast du denn da Pause gemacht? Ich weiß es jetzt nicht mehr, ganz ehrlich. Gut. Ich habe immer geguckt, wo so ein bisschen kleine. Gut, dass wir das geklärt haben. Ob ich mich da ausruhen kann. Entschuldigung für das, was ihr seht. Ich habe auf jeden Fall schon die weiße Fledermaus gefunden. Vielleicht kann sie da einen Balken machen. So, bin drauf.
Ging doch einfacher, als ich dachte. Und da machen wir doch mal... Also, Mathilde, wenn du möchtest, wenn ich hochkletter, kannst du da gerne einen Balken machen. Einen Balken? Ja. Was für ein Balken? Ja, beim He-Man hat beim Klettern alles gezeigt. Ach so. So, also ich bin da. Hurra. Und ich lebe noch. Hey, wo bist du denn? Ach ja, Betten machen, ne? Ja. Hab ich nicht dran gedacht. Ich auch nicht, aber jetzt, wo ich dich gerade so am Stroh sehe. Pflanzenfaser. Aber hier auch genug Pflanzenfaser finden. Und Äste brauchst du auch zwei oder so. Ja, weiß ich. So, ich glaube zwei Zwirn waren das, ne? Drei. Drei. So, haben wir und dann... Hat genau gereicht. Wo bist du? Wollen wir dann hier irgendwie bei na, halbwegs nah beieinander die Betten aufstellen? Ja. Hier so? Hier so? Gebäude ist hier nicht zulässig. Bam, bam, bam. Oh doch, warte. Hier so. Nee. Ich hab's schräg gebaut. Ja, hoffentlich fällst du da nicht runter. Ne? Ja, hoffe ich auch, aber da konnte ich halt hinbauen. Ah, da ist gut. Wo? Ah. Da. Kann ich dir wieder abbauen? Ja, du kannst das wieder aufnehmen. Mhm. Dann versuchen wir es da auch nochmal. Aber dann gucke ich mal, dass ich meins ein bisschen zur Seite schiebe. Ja, wenn du da nicht im Weg wärst, könnte ich es aufstellen. Zack. Aber wenn ich da jetzt keinen Platz mehr habe, dann musst du jetzt wieder. Daneben müsste es gehen. Er hat es mir ja auch angeboten, als du da noch nicht standest. Okay. Da fallen wir auf jeden Fall nicht runter. Ja. So, ich habe schon wieder Durst. Alter, ist das eine Saufmaschine. Ja, wahrscheinlich ist es hier relativ warm. Oh, du liegst nicht mehr, Heinrich. Du stehst. Ja, ich bin mal aufgestanden. Carsten, du blutest. Warum blutest du nicht, Horst? Verblasste Notiz. Hier werde ich sterben. Da die Brücke kurz nach meiner Ankunft eingestürzt ist, gibt es nur noch den direkten Weg nach unten. Allerdings ist es immer noch besser, als zu verhungern. Was für eine Ironie des Schicksals, dass ich auf der Suche nach Vogeleiern hierher kam, nur um dann den Hungertod zu sterben. Hallo. Ja. Ich sehe nur was, was du nicht siehst, und das ist weiß. Die habe ich schon gesehen. Ach so. Wenn wir die erst töten oder erst gucken, wo wir den Stab aufstellen? Ja, hat sich ja übrig. Sich geklärt. Und, oh, was denn? Noch nicht die Giftpfeile, ah. Ist das schon der Endboss? Das ist die, weiße Fledermaus. Ich kann ja fliegen! Es ist eine Fledermaus, natürlich kann die fliegen! Ist ja unfair! Denk daran, mehr als 10 brauchen wir nicht, ne? Ah ja. So, Knochenpfeile! Nur echt aus Knochen! Ey, du Sackgesicht! Ah, macht keinen Spaß, komm. Bist du da? Horst sieht nicht gut aus. Oh, stimmt. Nein, Horst! Carsten aber auch nicht! Nee. Oh, ich auch nicht. Los, Bogen! Feuer! Wir hätten uns auch mal Feuer ein bisschen ausrüsten sollen, sehe ich gerade. Carsten! Ambrosia. Im Zweifelsfall nennen wir unseren zweiten Tier.
Der zweite. Scheiße. Oh Gott, Carsten, komm da weg! Scheiße, scheiße, scheiße. Oh, Horst, mach doch mal was! Oh, Alter! Nein, ich hab nur Dämonenblut. Und du? Ich hab den Dämonenkopf, aber irgendwie habe ich immer noch den Boss einer Kopf einer Bosskreatur geschafft. Oh, Carsten, du kriegst das. War das vielleicht nicht der Endboss? Ich weiß es nicht, jetzt hab ich Angst. Oh, kleiner Carsten. Bist du auch eine Arbeitsbiene? Glaube ich, ihr Altar der Fledermaus. Magst du das auch? Was? Ja, ja, ich fütter gerade hier den Horst. Kann man Horst auch Ambrosia oder so geben? Nee, warte mal, ich will... Ach komm. Nimm die auch nochmal. Achso, jetzt müssen wir irgendwo einen Stab reinstecken wahrscheinlich. Ja, hier in den Altar der Fledermaus. Ja, kann ich nicht. Achso. Hast du schon. Hm. Ich hab meinen Stab noch. Cool, dann können wir es nochmal machen. Ja. Und nun? Müssen wir warten. Hokus, Pokus, Fidibus und so. Da mehr als einer reinpasst. Öffnen. Ah. Ja. Ah, wir brauchen noch das Albino. Dämonenblut. Oder? Ah, meiner lädt sich auf. Ah, jetzt kommt auch Klingelmusik. Ja, weil jetzt zeigt er nur was an. Weil hier oben zeigt er dem Stab plus Dämonenblut gleich toller Stab. Ja, erweckt der Stab des Triumvirats. Den sollen wir bei uns zu Hause aufstellen. Einer ist gleich fertig. Dann ist schon raus. Hey! Nee, da ist noch ein Stab des Triumvirats. Deinen hat er mir gerade gar nicht mehr angezeigt. Ah, wir brauchen das Albino-Fledermausblut. Ja, ich hab's auch gerade reingepackt. Albino-Fledermausblut, das hab ich da reingepackt. Du hast nur Dämonenblut reingepackt. Ach so, das hab ich nicht gesehen. Das heißt, wir müssen diese Kack-Fledermaus nochmal umbringen. Also war die Maus doch, Fledermaus doch der Endgegner. Ja. Hm, ging ja eigentlich. Horst, wie geht's dir? Der heilt sich noch. Wann spawnt der nochmal? Auch so wie die normalen Gegner? Keine Ahnung, aber Carsten wird den nicht nochmal überleben. Dann fütter doch Carsten. Ich hab ja nichts, womit ich Carsten noch füttern kann. Ja, so kümmerst du dich um Carsten. Hier hast du ein bisschen Fleisch. Hm, kleiner armer Carsten. Du musst auch mal was zu essen mitnehmen für die Tiere. Warum leuchtet denn das da hinten? Was? Diese Dinger, haben die vorher auch schon geleuchtet? Ja. Diese Leuchtefackeln. Oh! Nee, die haben vorher nicht beleuchtet. Hm. Kann man sich damit runter teleportieren? Naja, ich weiß es nicht, aber kann man sich bestimmt verbrennen, ne? Stell dich doch mal drauf. Ja, passiert nichts. Leuchtet. Okay. Leuchtet wirklich. Magisches Feuer. Meins ist blau und deins? Rosa. Nee, auch blau. Hm.
Ja, okay. Ich hätte jetzt auch gern so einen Leuchtestab. Dann müssen wir halt doch mal wiederkommen. Dafür hattest du die Abschirmtiefen zuerst. Ach, Mann. Oh. Wenn ich hier runterspringe, überlebe ich das auch? Sieht auf jeden Fall cool aus. Also das ist doch mal ein cooles Bild. Das ist richtig geil. Nimm mal eine andere Waffe. Yeah, nein, die ist scheiße. Yeah. Nimm meinen Bogen. Und meine Axt. Wow. 7. Oh, hier ist leuchtet. Cool. Nein! Oh! Alter! Scheiße! Ja! Wo leuchtet's? Wo ist die Tafel? Wo bist du? Hier unten. Hier unten ist keine vernünftige Ortsangabe. Treppe runter. Ah, da hinten. Sag das doch. Ich bin noch so schwer verwundet von der, von dem Gegner, du. Und hier ist eine Leuchttafel. Oh. Hatten wir das auch schon mal irgendwo am Anfang? Nee, wir sind ja, also hier sind so kaputte Brücken. In the beginning, it was thus. The blackness of an utter void, with the cold winds of cosmic space blowing through it. Wir sind jetzt erstmal wieder einen halbwegs sicheren Weg nach oben. Nor the immensity of the void. Gucken wir mal. Nightly, the star dreamers searched the heavens for their wisdom, and at midnight, a moonbeam messenger carries the whispered dreaming back to the Warmaker, the Archivist, and the Priest King. Thus is our future read from the heavens and engraved on this earth. Your service here will bring you much honor. Okay, Tafel hat zu Ende geredet. Ich fand die Tafel war nicht sehr nett. Oh, 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 oh. Hast du einen guten Weg gefunden? Ja. Oh, der sieht doch gut aus hier. Blup. Blup. Und schub und schub und schub und schub. Den Weg merken wir uns mal dann für nach oben. Was ist denn das? Ein bisschen Aua habe ich gekriegt. Ja, der Weg sieht auf jeden Fall gut aus. Auf jeden Fall besser als der, den wir hochgegangen sind. Vielleicht mal markieren. Guter Weg. Fertig. Ich dachte eigentlich, der Turm war jetzt irgendwie heftiger oder mehr Gegner. Eigentlich, das hätte ich ja auch gedacht. Eigentlich war ja nur einer oben, ne? Die Fledermaus. Ja, okay. Hier lang. Okay, alles klar, alles klar. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir einmal kurz nach Hause. Gucken, dass unsere Tierchen wieder heile sind. Auf dem Rückweg können wir noch ein paar Antilopen schlachten, damit wir ein bisschen was zu essen machen. Ich habe ein menschliches Lebewesen. Das ist Horst. Unser Mitarbeiter. Tierchen. Ja. Oh, Steinnasen. Ich laufe. Ich auch, ich habe keine Lust auf Steinnasen. Oh, links ist ein Skorpion. Ja. Aber da müssen wir mal Gegengift nehmen, mitnehmen und dann. Das musst du machen, das Gegengift. Nee, das habe ich schon gemacht. Ich habe da 70 Stück oder so. So?
Ja, ich muss ja, um die Marken zu kriegen, immer Gegengift produzieren. Weil ich brauche ja für die Giftpfeile brauche ich ja die Marken und ich glaube Äste oder sowas. Darum habe ich so viel Gegengift, weil wir haben es nicht einmal verwendet. Ja, ich glaube, wir können noch einen Break machen und dann wird es zwar eine kurze Folge, kürzer als üblich, aber hey, den Weg habt ihr jetzt auch schon zu Genüge gesehen. Also, ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Like, einen Kommentar oder ein Abo. Horst würde es auch sehr freuen. Und natürlich den kleinen Carsten hier vor mir, wenn er aufhört zu blutet. Ja, der kriegt... Ach so, ja, stimmt, ich wollte ja noch ein paar Antilopen jagen. Du hast ja das Fleischermesser dabei, ne? Ja. Ich wollte erstmal sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.